Guten Morgen, hier ist Ingeborg Tschechel. Ich habe schon des Öfteren Bewegung angeboten, ganzheitliche Bewegung. Heute möchte ich 7 Aufwärmübungen vorstellen aus dem Hormon-Yoga. Fangen wir gleich an. Wir stehen hüftbreit, haben bequeme Sachen an, keine engen Sachen am Bauch und dergleichen, weil es geht auch wieder um Atmung. Ne? Und die erste Übung geht so, ich verhake meine Hände. Lass die Arme locker nach unten und mit der Einatmung hebe ich die Arme über den Kopf nach oben. Mit der Ausatmung wandere ich damit wieder runter und ziehe den Bauchnabel nach innen. Tief ein und aus. Durch die Nase nach oben ein und am besten mit dem Strömungslaut aus. Dabei immer dran denken, den Nabel einzuziehen. Diese Übung wird 7-mal wiederholt. Gut, kurz mal die Hände, die Arme kurz lockern und wir gehen sofort in die nächste Übung. Wir verhaken wieder die Hände, lassen die Arme erstmal entspannt so runter. Jetzt, ich atme ein, gehe wieder nach oben und drehe die Hände so, dass die Handinnenflächen zur Decke zeigen. Und jetzt 7-mal, ich atme nach links ein, also ziehe den Körper nach links. Mit der Ausatmung ziehe ich mich nach rechts. Bauchnabel dabei einziehen. 7-mal ein und aus. Okay, und dann gehe ich mit den Armen erst wieder runter, entspanne die Hände nochmal, die Arme, roll vielleicht so 2-3 Mal mit den Schultern und mache den gleichen Ablauf jetzt mit der Atmung genau andersrum. Ich nehme wieder die Hände so verhakt. Mit der Einatmung gehe ich nach oben und drehe die Hände. Jetzt gehe ich mit der Einatmung nach links, mit der Ausatmung nach rechts und ziehe dabei den Bauchnabel ein. Tief ein und aus. Ein und aus. 7-mal, ne? Ich glaube, jetzt sind wir bei 4. Kommen dann auf die Mitte, nehmen die Arme wieder runter. Lockern die Arme kurz, wie gerade auch. Und gehen in die dritte Aufwärmübung, die jetzt hier vor allen Dingen für den Hüftbereich bestimmt ist, um den ganzen Hüftgenitalbereich etwas zu lockern. Nehme ich wieder die Hände, erstmal, ich gehe nach hinten, verhake die Hände an den Hinterkopf. Die Arme sind ausgebreitet. Jetzt wandere ich mit der Einatmung mit der linken Hüfte nach links. Mit der Ausatmung ziehe ich die rechte Hüfte etwas nach außen. Wieder, ich atme ein. Mit der Ausatmung Bauchnabel nach innen ziehen. Bei allen Übungen ist das so. Ein und aus. Die Knie geben nach. Keine durchgestreckten Beine. Weiche, flexible Knie. Ich glaube, jetzt sind wir bei 5. Tief ein und aus. Und 7. Komm dann wieder in der Mitte an. Lass kurz die Arme wieder los. Locker die Arme. Vor allen Dingen auch für die Menschen, die in letzter Zeit sich wenig bewegt haben. Okay, gehen
in die Übung, jetzt genau andersrum mit der Atmung. Wenn ich nach rechts meine Hüfte so etwas rausschiebe, atme ich ein, ziehe ich den Körper zur linken Seite, atme ich aus und ziehe den Bauchnabel nach innen. Tief ein und bei 5. Sechs. Und sieben. Okay, die Arme wieder lockern. Dankeschön.